Nachdem Worms schon vorgelegt hat mit dem Weihnachtsmarkt, kommt jetzt auch der Speyerer Weihnachtsmarkt-Check. Nun, ich check mal aus, was es denn hier alles so Wundervolles gibt an Essen, Trinken und auch anderen Sachen. Auf geht's! Gerade beim Winteranfang ist es unglaublich kalt zurzeit und da wärmt man sich doch am besten mit einem Glühwein oder Kinderpunsch. Und wir sprechen hier gerade in einer Glühweinbude mit der Besitzerin. Was wird denn hier alles so verkauft? Also wir haben weißen Glühwein, Dornfelder Glühwein, den typischen Weihnachtsmarkt-Glühwein, der ist etwas süßer. Wir haben Bio-Glühwein, was haben wir noch? Eierlikörpunsch von Verporten ist auch sehr beliebt. Dann haben wir natürlich den heißen Zimtapfel ohne Alkohol, den Kinderpunsch. Und woher beziehen Sie denn Ihre Weine? Also ich habe da verschiedene Winzer und ja, und damit fahre ich auch sehr gut. Also ich habe jetzt nicht nur einen, sondern ich habe wirklich verschiedene für die ganzen Weine. Weil ich ja auch Schorle verkaufe, wenn es jetzt ein bisschen wärmer ist, dann läuft der wieder besser. Ja. Und wie läuft denn so bisher das Geschäft? Also ich bin bisher sehr zufrieden, weil das Wetter auch mitmacht. Ne? Trocken ist natürlich immer gut. Feuchtes Wetter, also Regen ist das Allerschlimmste. Dann lieber trocken kalt. Und ja. Bis jetzt muss ich sagen, Speyer ist sowieso im Aufwind, ne? Der wird auch immer ein bisschen vergrößert und ja, ist ein sehr attraktiver Weihnachtsmarkt, der sich innerhalb jetzt von den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat. Ich war ja von Anfang an dabei, seit 1972, da war der erste, da war ich vielleicht gerade mal 6 Jahre alt, da stand mein Vater schon hier im Kinderkarussell und ja, bin eigentlich sehr glücklich hier und ist in meiner Heimatstadt. Habe ich nicht weit, ne? Von zu Hause, bin gleich am Geschäft. Und wie lange haben Sie denn auch schon dann die Glühweinbude? Die habe ich erst das 5. Jahr, weil hier stand vorher die Kindereisenbahn, die auch von meiner Familie kommt. Und die damaligen Leute, die an der Stadt, die das hier dann die verantwortet haben, die wollten unbedingt eine Öffnung haben hier von dem Markt Richtung Kirche, dass das Ganze ein bisschen offener wirkt. Und so ist es dann gekommen. Da habe ich die Eisenbahn weggelassen, habe hier die 2 Stände gemacht. Und dann noch eine andere Frage, nämlich Sie haben ja echt wunderschöne Tassen hier und merkt man es dann, dass auch manche Leute dann die Tassen mitnehmen am Ende? Ja, also die Tassen, die waren ja eine Zeit lang, wo mehr die Gläser hier rauskamen, überall, ja, also diese solche hohen Gläser. Erst hatten sie alle die Tassen, dann kamen die Gläser raus und mittlerweile haben viele gar keine Tassen mehr und die Tassen sind jetzt wieder am Kommen. Also die Leute lieben eigentlich beides. Ich habe beides und es passt auch gut. Genauso wie Glühwein sind Krebs auf dem Weihnachtsmarkt auch unverzichtbar und deshalb sprechen wir hier mit der Familie Ollenhausen. Was gibt es denn hier so für ein Angebot? Bei uns gibt es Glühwein aller Art, Dornfelder, normal Spätburgunder, Eierlikörpunsch, Kinderpunsch, Krebs aller Art. Und was ist so der Kassenschlag? Was verkauft sich am besten? Es verkauft sich alles gut, was ich hier im Geschäft habe. So, wissen Sie, wie lang das so braucht, bis der fertig gebaut ist? Der braucht zum Aufbau, brauchen wir 2 Tage. Das ist ein Tag nur Dekoration. Achso, okay, da wird nochmal ein Tag extra eingeplant. Also sind Sie hier jeden Tag und gehen auch als Letzte? Ja, natürlich. Und wird es einem da irgendwann mal langweilig? Nein, weil es ist ja jeden Tag was anderes. Bekommen Sie oft Reaktionen so von Kunden, die sagen, oh, es ist besonders lecker das und... Die sind auch begeistert, die sagen auch, wenn es ihnen gut schmeckt. Und sie kommen dann natürlich immer wieder. Dann würde ich sagen, wir probieren das Ganze einmal. Ja, den Geschmack der Spezialrezeptur können wir auf jeden Fall nur bestätigen. Es schmeckt nicht wie so ein normaler Pfannkuchen, den man einfach als Crepe verkauft, sondern es ist wirklich, es hat was Besonderes. Es hat halt diesen Original-Crepe-Flair. Und ja, also ich habe meine mit Nutella und du, Daniel, mit Zimt und Zucker. Wie fandest du den? Ich finde den auch wirklich unglaublich lecker, besonders halt, weil es einfach nicht dieser normale Pfannkuchen ist, den man normalerweise bekommt. Ja, genau. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir sind Speyerer, eine ganz alteingesessene Schaustellerfamilie. Wir machen das jetzt, glaube ich, in der 5. Generation. Hier am Stand arbeiten fast nur Familienmitarbeiter, also Mitglieder. Mein Bruder ist der Chef, die Schwester, meine Schwägerin ist heute da. Der junge Mann hier neben mir ist unser Familien, wie soll ich sagen, guter Geist. Der beste Freund meiner Mutter seit 30 Jahren. Und das ist halt so, wenn man selbstständig ist, dann spannt man alle Freunde und Familie ein. Und ich finde, es ist unglaublich wichtig, sich immer wieder selbst zu motivieren. Man kann nicht den ganzen Tag mit der Leichenvitamine hier rumstehen. Wir machen Spaß, wir haben Spaß. Und ich glaube, deswegen kommen unsere Gäste auch immer gerne wieder zu uns.
Wir haben Pfälzer Spezialitäten. Ich habe eine ganze Pfanne voll mit fantastischen Pfälzer Würsten, unter anderem eine Saumagenbratwurst, die lassen wir uns machen in Bad Dürkheim von einem ganz fantastischen Metzger. Oder auch verschiedene Sorten Braten da hinten. 6 Sorten mittlerweile. Wir haben dieses Jahr 9 Truthahn-Rollbraten dazugenommen, eben auch für Menschen, die kein Schwein essen dürfen oder essen wollen. Und unser Motto ist, wir verkaufen nur, was wir selbst essen möchten. Und bis dahin sind wir immer super fantastisch damit gefahren. Unsere Gäste sind zufrieden, die kommen gerne wieder. Mein Kassenschlager ist die mittelgrobe Bratwurst. Die liegt hier vorne in der Pfanne. Ja, mal was anderes. Nicht immer nur so die ganz feine Bratwurst, aber wie gesagt, die Spezialität des Hauses. Immer ein bisschen vom Namen her komisch, die Saumagenbratwurst. Meine persönliche Lieblingswurst. Und die Sachen, die Sie hier verkaufen, sind ja auch in einem echt schönen Wagen. Und haben Sie den selbst gemacht oder irgendwo gekauft? Der ist selbst produziert. Meine Mutter hat damals darauf bestanden, obwohl wir Schaustellerfamilie sind, wie meine Schwester schon erwähnt hatte, dass ich ein Handwerk lerne. Also suchte ich mir eins aus, was ich dann auch nebenher noch so verwenden kann. Und dadurch habe ich diesen Wagen vor circa 15 Jahren komplett selbst gebaut. Zu Hause, auf dem Hof. So wie er hier steht und jedes Jahr etwas dazu, nach Kundenwünschen oder nach Entsprechungen meiner Schwester. Oder ich brauche ein großes Waschbecken. Jawohl, setze ich um, mache ich, damit wirklich auf diesen kleinen 4 Meter Verkaufsflächen das Optimum an Umsatz erzielt werden kann. Und haben Sie auch irgendwelche Produkte, die besonders an Kunden angepasst sind? Ich denke schon, da wir auch mitten in der Stadt liegen und einige Schulen im Umkreis haben, haben wir uns extra den Fleischkäse beibehalten. Obwohl er uns vom Gewinn her eigentlich gar nichts bringt, biete ich ihn weiterhin für 2 Euro an, dass auch mal die Schüler sich Mittag wenigstens ein warmes Essen erlauben können. Das ist uns persönlich sehr wichtig. Wir haben selber Kinder, wir kennen das, wenn am Monatsende das Taschengeld eng wird. Also ich hatte gerade die grobe Bratwurst, die war besonders lecker, besonders mit den extra Zwiebeln und der gebratenen Paprika, die ich oben drauf hatte. Und ich habe sogar noch ein bisschen Knoblauchsoße oben drauf bekommen. Und es war echt total lecker, kann ich sehr empfehlen. Besser als die normale Bratwurst, beziehungsweise denke ich jetzt mal, weil ich persönlich mag grobe Sachen eh lieber. Und der Lou hatte die Kartoffelecken auch mit Knoblauchsoße. Und Lou, wie fandest du es denn? Also ich fand es sehr lecker. Hat mir sehr gut geschmeckt. Ich hätte mir noch eine vegetarische Wurst gewünscht. Ja, die vegetarischen Sachen sind auf dem Weihnachtsmarkt halt eben ein bisschen rar, besonders wenn es um Wurst geht, ne? Es ist wirklich eine Marktlücke. Aber schauen wir mal, was wir denn sonst noch so finden an vegetarischen Sachen. Auch für den Lou. Was genau verkaufen Sie denn hier jetzt alles? Hier sind geregt mit Nudeln, mit Grumbeer, wie man sagt, hier, und mit Pasta. Und das ist alles nur vegetarisch, also das ist alles mit Gemüse und das kommt alles hier von der Anbau Sefalz. Wir bereiten das alles, also das Gemüse kommt roh hier und die werden hier direkt von unserer Köchin verarbeitet und mit Geschmack, alles drum und dran. Alles natural natürlich, ist keine Geschmackverstärkung, nichts drin, ist alles gesund und vegetarisch oder vegan. Und wie kommt das Angebot denn hier so an? Also wir sind sehr zufrieden. Wir sind sehr zufrieden, weil die Kunden selber sagen, das ist was anders. Ja? Und man sucht irgendwie was anders, weil so viele Sachen ähnlich sind. Und wie halten Sie denn die ganzen Pfannen warm? Die halten wir, weil wir haben so elektrische Pfanne. Ne? Und das ist immer jemand hier, der das beobachtet. Und das wird immer warm gehalten, ne? Dass das nicht überkocht oder irgendwie. Also das ist Publikum, das schmeckt eben. Das muss schmecken, sonst kommen sie nicht wieder und die Leute kommen wieder. Sogar für zu Hause zu essen, die nehmen die Pfanne also zum Einpacken. Wir haben diese Spezialpfanne, die geben wir zum Eingepackt und die machen sie wieder warm zu Hause. Was sind so Ihr Kassenschlager? Also Kassenschlager sind unsere Rosenmeinkartoffeln und die Gemüsepfanne. Und das andere läuft nebenbei, aber das läuft alles gut und wir sind zufrieden. Ja, wir haben gerade die Gemüsepfanne von vegetarischen, mediterranen Spezialitäten probiert und ich muss sagen, ich finde es wirklich extrem lecker, man schmeckt einfach die Frische. Wie fandest du sie denn? Also ich persönlich muss sagen, ich fand die auch super lecker, weil man einfach wirklich die Frische unglaublich schmeckt. Dass das alles frisch zubereitet wird, ist einfach der Wahnsinn, wirklich. Ja, das kann ich nur bestätigen. Man merkt auch hier wirklich, man kann ja hier live zugucken, da wird nicht irgendwie umgeschüttet oder so. Also, weil es ist hier alles offen, alles transparent. Wir sind hier bei Berliner Schramm und sprechen mit der Chefin. Nämlich, was bieten Sie hier eigentlich alles an? Baumstriezel, Mutzen, Churros, Glühwein. Ja,
Was ist denn so bei Ihnen der Kassenschlager? Kassenschlager ist bei uns die Mutzen und Baumstrezel. Und was sind denn Mutzen? Mutzen sind wie Quarkbällchen, ist das Gleiche. Und wie lange sind Sie denn jetzt hier schon auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt? Das ist ja das erste Mal. Wir sind noch in Worms auf dem Weihnachtsmarkt mit dem Kinderkarussell. Und wie ist es denn so mit dem Geschäft? Läuft es denn? Weil es ist ja jetzt relativ kalt geworden, sage ich mal. Ja, also wir sind dennoch zufrieden hier in Speyer. Wir werden gut angenommen, die Leute sind zufrieden. Die kommen auch wieder, schmeckt ihnen, holen sich nochmal eine Portion zum Mitnehmen. Also nur Positives. Und ich hoffe, es bleibt so. Der Lou und ich haben jetzt die Mutzen probiert und ich muss sagen, mir schmecken die wirklich unglaublich gut, besonders weil ich Quarkbällchen einfach mag. Und die sind noch ein bisschen krosser als eigentliche Quarkbällchen. Wie fandest du es denn, Lou? Ja, es hat echt gut geschmeckt. Ich fand es nicht ganz so süß, ich mag es ja immer gern sehr süß, aber es hat trotzdem sehr gut geschmeckt. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Was bietet ihr denn hier alles so an? Wir bieten Süßwaren an und Pfälzer Glühwein. Direkt aus der Region. Was ist hier so der Kassenschlager? Was wird am meisten gekauft? Beim Glühwein ist es der Dornfelder Glühwein, da geht's sehr gut. Und ansonsten Negerküsse und Mandeln sind der Renner. Wird es denn hier alles selbst gemacht? So das Nougat oder die Mandeln, Schaumküsse? Die Schaumküsse kaufen wir dazu. Die Mandeln werden selbst produziert. Und das Marzipan, diese Teile hier vorne, das wird auch selbst produziert. Und die Mandelsplitter mache ich selbst und diese Marzipankartoffeln. Ist dieses Geschäft ein Familienbetrieb? Jawohl, meine Söhne sind mit dabei, beide. Wie ist es denn mit den Standgebühren? Sind die noch vertretbar oder ist es mittlerweile so, dass man sagt, oh, davon kann man fast gar nicht mehr leben, wenn man das abrechnet, was da rauskommt? Also Speyer ist sehr human, wir kommen auf alle Fälle hier gut über die Runden und es ist ein annehmbares Platzgeld, ja. Wie ist der Arbeitsalltag hier, wenn man jeden Tag hier arbeitet? Macht es dann immer noch Spaß? Selbstverständlich, mit Leib und Seele sind wir dabei, meine Jungs, meine Frau und ich. Was wäre Weihnachten ohne einen Stollen? Und dafür sind wir hier beim Dresdner Stollen. Was gibt es denn hier so für Stollen im Angebot? Wir haben besondere Stollenangebot, den Mandelstollen. Der enthält keine Rosinen für Leute, die keine Rosinen mögen. Und haben noch den Original Dresdner Stollen, der nach dem Originalrezept in Dresden hergestellt wird und dann hier bei uns auf dem Weihnachtsmarkt vertrieben wird. Wir haben noch den Original Dresdner auch ohne Puderzucker für Leute, die keinen Zucker mögen. Und haben noch verschiedene Baumkuchen im Angebot und wir haben auch sehr viele Stammkunden hier. Wie läuft denn das Geschäft so hier? Sehr gut. Doch. Wir haben dieses Mal einen anderen Standort. Letztes Jahr hatten wir am Marktausgang einen Platz, der war auch sehr gut. Hier ist es etwas zentraler, ist mehr Publikumsverkehr. Mal sehen am Ende, wie es läuft. Und Sie sind ja hier eine Mitarbeiterin, aber können Sie uns sagen, ob das Ganze hier ein Familienbetrieb ist oder wie ist diese Konstitution? Also Familienbetrieb ist ein Vater-Sohn, aber die backen nicht selbst. Die beziehen das von einer Bäckerei, die in Dresden backt. Und die Zentrale ist dann in Landau. Von Landau wird das alles auf die Märkte verteilt. Werden die Stollen alle selbst gemacht oder werdet ihr beliefert? Ja, wir werden beliefert von der Bäckerei Ringel in Rochwitz, die beliefert die Familie Ravil und von da aus werden dann die Stollen hier verteilt. Und jede Woche kommt auch Mohnstriezel und Mohnstollen, der ist auch sehr lecker, kommt jede Woche frisch hierher. Welcher Stollen ist denn Ihr persönlicher Favorit? Der 1-Kilo-Stollen. Ah ja. Ja. Dann würde ich sagen, wir probieren es einfach mal und sagen dann, wie es ist. Wir sind hier zur Domschenke, beziehungsweise dort, wo der Elch tanzt. Und ich spreche hier mit dem Besitzer, nämlich was bieten Sie denn hier eigentlich alles an? Ja, alles. Bratwürste, Steaks, Fleischspieße, Waffeln, vor allem Glühwein in verschiedenen Sorten. Was das Herz begehrt. Und was ist denn so bei Ihnen der Kassenschlager? Oh, das ist je nach eigentlich alles. Der Kassenschlager sind die zwei Stände von uns. Sprich, der Elch, der hier spricht. Und werden Sie auch oft auf den Elch angesprochen von Kunden? Immer. Vor allen Dingen die Kinder finden das klasse.
Haben Sie es auch extra für die Kinder gemacht oder war es einfach so, dass Sie auf jeden Fall ein Symbol haben wollten, was man immer mit Ihnen verbindet? Nein, das ist ein Dankeschön an unsere Weihnachtsmarktkundschaft, auch für die Kinder, weil das ist immer ein riesen Spaß, wenn die vorbeigehen. Und wie lange sind Sie denn eigentlich schon auf diesem Weihnachtsmarkt hier in Speyer? Ich oder unsere Familie seit 40 Jahren, ich noch nicht ganz so lang. Und wenn jetzt außerhalb der Weihnachtszeit, wo sind Sie denn dann so? Wenn die Weihnachtszeit rum ist, geht es bei uns Anfang Mitte März wieder los und wir sind dann das ganze Jahr unterwegs. Frühjahrsmesse, Herbstmesse, Brezelfest, Bad Dürkheimer Wurstmarkt, Gernsheim. Also wir haben im ganzen Jahr vielleicht 3 Wochenende, wo wir nichts zu tun haben. Und was ist denn so Ihre Lieblingsveranstaltung, wo Sie denn sind? Ah, der Speyerer Weihnachtsmarkt, welch eine Frage. Dass es Flammen in der Flammerie gibt, ist natürlich klar. Aber was wird denn hier sonst so angeboten? Ja, hallo, guten Abend erstmal. Also wir bieten hier nach finnischer, nordischer, schwedischer Tradition, wie auch immer, zubereiteten Flammlachs an. Das Besondere am Flammlachs ist, der Lachs, die ganze Lachsseite wird auf ein Zedernholzbrett gespannt und dann in der Flamme werden die Poren verschlossen. Soll heißen, der Lachs wird versiegelt. Zu Hause kennt man das. Rechts und links tritt immer das Eiweiß aus, wenn man den Lachs in der Pfanne brät. Das hat man hier nicht der Fall. Die Flamme sinkt nach unten, die Temperatur sinkt auch. Und dann gart der Lachs in ca. 35 Minuten in der heißen Luft. Was bedeutet im Niedrigtemperaturverfahren. Außerdem haben wir natürlich Flammkuchen nach traditionell Elsässer Art. Wir haben einen griechischen Flammkuchen in diversen Variationen. Was bieten wir noch an? Natürlich Glühwein, aber der kommt bei uns aus der Pfalz, aus Dergem, vom Groland Grauer. Der hatte Brenner nicht gesehen, anständiger Wein. Und wo sind Sie denn sonst so mit Ihrem Stand unterwegs? Na ja, gut, wir machen das jetzt dieses Mal zum ersten Mal hier in Speyer. Ich habe noch eine Dependance, meine Frau ist noch unten vor der alten Münze mit Kartoffelpuffern. Und wir haben jetzt hier dieses Konzept eingereicht und es wurde angenommen, aber das wird sich jetzt mal zeigen, wo man sonst noch ist. Ansonsten mache ich noch einige Weinfeste in der Pfalz, wie zum Beispiel die Römerkelter in Ungstein oder auf dem Stadtfest in Bad Dürkheim sind wir zugange und mal sehen, was da noch kommt. Was ist denn so bisher der Kassenschlager bei Ihnen? Ja, absolut der Flammlachs. Sie fressen uns auf, ja. Ganz klipp und klar gesagt, wir kommen nicht hinterher. Aber ein Fisch ist halt mal was Besonderes. Magst du mal probieren? Ja, klasse. Na, siehst du mal. Total saftig. Und die Soße ist auch total interessant. Was ist das denn für eine? Das ist eine klassische Honig-Senf-Dill-Soße, die machen wir selber. Wenn du das Rezept haben möchtest, gebe ich es dir gerne. Ja. Okay, da kommt natürlich Mayonnaise rein, da kommt Senf rein. Es kommt auf den Senf drauf an. Ich schwöre auf Bautzener Senf, da kommt irgendwo aus dem Osten, super Produkt. Dill natürlich, ist klar. Und so als Geheimnis ein bisschen Orangensaft und ein bisschen Aprikosenmarmelade. Das macht das Ganze so ein bisschen süßlich und rund. Also auch immer selbst gemacht und auf gar keinen Fall vom Eimer. Auf gar keinen. Aus dem Eimer kommt es schon hierher. Wir müssen es ja irgendwie transportieren. Aber natürlich machen wir alles, was wir hier haben, selber. Gut, die Flammkuchenteiglinge, die beziehe ich, da bin ich ehrlich. Und den Lachs fische ich auch nicht. Ja? Aber sowas an Zutaten dazu kommt, machen wir selber. Das sieht nicht nur echt aus wie eine Muschel, das ist ein Muschelbrötchen. Das ist das traditionelle Luomi-Brötchen. Ich versuche es immer zu erklären. Die Mutter ist 20% Brioche. Also da kommt Butter in den Teig rein. Und das macht das halt auch wiederum besonders schmackhaft. Aber das wirst du ja gleich nochmal probieren. Es ist das perfekte Wetter, um auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, aber ein sehr schlechtes Wetter, um den Weihnachtsmarkt zu checken, denn uns frieren hier wortwörtlich die Beine ab. Nichtsdestotrotz war der Weihnachtsmarkt in Speyer wirklich ein sehr gelungener Treff. Wir haben sehr viel getestet, es sind sehr leckere Stände dabei und ja, wir konnten auch einiges abgreifen. Wie fanden Sie denn so den Weihnachtsmarkt? Okay, die wollen nicht antworten. Aber jedenfalls kommen Sie einfach auf den Weihnachtsmarkt und wir sehen uns beim nächsten Check nächstes Jahr. Macht's gut. Bis bald in Speyer und Worms.